Moin Leute und willkommen zurück zu Lilly und Sascha Curse of the Immortals. Beim letzten Mal, ja, ihr wundert euch vielleicht, warum wir hier mit so einem Viper rumlaufen. Beim letzten Mal, ich erkläre es euch kurz, sind wir in Quenara angekommen und da waren auch schon sehr, sehr komische und abstruse Geschehnisse, die da vorgefallen sind. Aber dann haben sich unsere Helden erstmal zu Bette gelegt und plötzlich sind wir dann hier in diese komische Spielunke hier reingeworfen worden mit Fox zusammen und Fox hat uns irgendwie einen Auftrag gegeben, den haben wir aber selbst nicht so ganz verstanden und jetzt sind wir hier Viper und müssen uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen hier ja umschauen und erstmal verstehen, was wir hier zu tun haben. Was haben wir denn hier an der Wand stehen? Die Liebesgilde wird toleriert kein Stehlen unter sich, also ich schätze mal, dass es bedeutet, dass sie kein Stehlen unter sich tolerieren. Sehr, sehr komisch das alles bisher. Die Notiz haben wir beim letzten Mal auch schon gelesen. Gehen wir erstmal raus. Es scheint also ein Dieb zu sein, der gute Viper. Wer bist du denn? Viper, wenn du, wann wirst du mir endlich erklären, wie man richtig Schlösser knackt? Du hast doch die Theorie vom Schlösserknacken schon gelernt, oder? Wenn du das richtig verstanden hast, dann, werde ich das... das Praktische dir lehren. Okay, er scheint hier so eine Art Ausbilder zu sein, hä? Stand der hier eben schon? Die Nahrungsmittel werden langsam ein bisschen kurz. Wir haben nur noch für 2 Tage wirklich Essen hier. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich darum kümmern. Aber ich bin momentan auf einer sehr wichtigen Mission. Na gut, Viper. Okay, Viper scheint hier so eine Art Aufseher zu sein. Aufseher und Lehrmeister. Er scheint hier ein recht hohes Tier zu sein. Was steht denn hier? Okay, der Lagerraum. Hallo? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Viper. Ich bereite mich gerade für die Demaskierungen. Die Disguises. Doch, ich glaube schon, oder? Für das nächste Outing. Ach so, für das nächste Outing bereite ich Maskierung vor? Weiß nicht, ich glaube aber schon. Oder Disguise war doch maskieren, oder? Oder sich tarnen, glaube ich. Naja, was haben wir denn hier? Die sind hier, irgendwie ist Viper, wahrscheinlich ist, also stand ja eben bei der einen Notiz stand, dass diese niedrigrängigeren Leute immer solche Roben tragen müssen. Und Viper scheint anscheinend dieser Regel nicht untergeordnet zu sein und deswegen läuft er hier wohl als einziger ohne Kutte rum. Gehe ich mal nur stark von aus, dass er deswegen so ein hohes Tier ist oder zumindest lässt das ein bisschen, das vermuten, sagen wir es so. Viper, glaubst du wirklich, was Fox sagt? Du weißt schon, ein neues Heim zu finden und für alle von uns. Natürlich glaube ich das. Fox hat uns noch niemals hängen lassen und ich weiß, dass er uns niemals anlügen würde über sowas. Ich hoffe nur, dass du recht hast, Viper. Ich bin wirklich, ich habe wirklich keinen Bock mehr, hier in den Kanalisationen rumzuhocken. Ich weiß, wie du dich fühlst. Okay, was haben wir hier stehen? Notiz. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon wiederholt habe, aber... was? Was? Also damit das mal endlich in eure Schädel reinkommt. Ah, okay. Stehlen von anderen Gildenmitgliedern ist verboten. Tut es einfach nicht, Viper. Okay, Viper ist ja wirklich anscheinend ein richtig hohes Tier. Er setzt sogar eigene Regeln auf. Wer bist du? Hey, Viper. Weißt du, dass Fox zu spät aufgestanden ist? Was? Do you know what Fox... Ach so, was Fox die ganze Zeit so rumtreibt? Ich habe ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Mach dir keine Sorgen, Josef. Das sollte dich jetzt nicht interessieren. Okay. Also der Fox, der hat irgendwie gerade ein paar Pläne am Start. Wir wissen ja selbst, also wir als Spieler wissen ja selbst noch gar nicht, was wir hier zu tun haben. Ich glaube, der gute Viper weiß das schon. Also das wäre zumindest ziemlich komisch, wenn er nicht wüsste, was er hier zu tun hat. Wir gehen mal raus, schätze ich mal. Nee, es geht noch weiter hier. Nee, da geht es raus. Da ist die Leiter nach oben wahrscheinlich. Wir sind immer noch in Quenara. Hui. Gutes Versteck, muss man sagen. Aber wieso schiebt das nicht zurück? Also, das ist ein bisschen blöd jetzt von ihm, ne?
Okay, wir sind wieder bei unseren ursprünglichen Helden, bei Griffin, Lily, Sasha und Enoch. Du hast mir, du musst mir jetzt hier antworten. Was? You'd have to ask him, but I don't think so. Du musstest ihn fragen, aber ich glaube nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Hallo, Ladies. Geht zurück. Ich werde euch nicht verletzen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wer bist du? Und, wieso weiß überhaupt jeder so viel von uns? Mein Name ist Viper. Ich repräsentiere die Diebesgilde. Und, ich weiß, was ihr tut und deswegen werde ich euch helfen. Du wirst Sasha helfen, schlafen zu gehen? Das klingt so falsch. Nein, ich werde euch helfen, die letzten zwei Orbs zu finden. Was für Orbs? Sag mal, Lilly, bist du doof? Das hast du doch schon beim letzten Part genau gewusst, was für Orbs das sind, Mensch. Die Dinger, die ihr braucht, um Sanhak zu zerstören. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Achso, sie stellt sich doof, na gut. Aber ich meine, er weiß ja genau, was sie zu ihr zu tun haben oder will ihnen helfen. Also wieso sollte sie ihn anlügen? Also bitte, ich bin hier, um euch zu helfen. Also, ich weiß, dass ihr zwei Orbs braucht und ich kann euch helfen, sie zu bekommen. Warum solltest du das tun? Was ist denn für dich, was springt für dich denn dabei raus? Sanhak, der ist nicht gut für euch. Achso, ist nicht nur ein, tut nicht nur euch weh, sondern ist für die ganze Welt ein Problem. Die Diebesgilde, wird das nicht zulassen. Die Diebesgilde? Also Diebe, die Gutes tun? Ich würde das jetzt nicht so offen ich glaube, das kann man nicht so auf eine Sache herunterbrechen. Wir sind weder gut noch schlecht. Wir sind einfach nur, was wir sind. Was wir sein müssen. Warum sollten wir euch überhaupt vertrauen? Wir haben schon genug Probleme mit den Kämpfern und der Magiergilde. Vielleicht wirst du ja genau das gleiche Problem mit uns haben. Die Magiergilde ist nur machthungrig und ignorant. Das ist der Grund, warum sie irgendwann auseinanderbrechen wird. Weil und nichts von großem Wert herstellen wird. Ja, ich glaube schon. Die Kämpfergilde ist schwach und leicht zu kontrollieren. Sie, die werden überhaupt nichts hinkriegen. Meine Gilde funktioniert unter dem Motto nach Einkommen, Ausgaben und... Was? Achso, meine Gilde... Only towards the... Meine Gilde arbeitet nur nach dem richtigen Auskommen oder nach dem richtigen Ergebnis. Und ich werde mich darum kümmern, dass es auch zu dem kommt, was zu dem es kommen soll. Bisschen komisch übersetzt, aber ich glaube, so ungefähr versteht man das. Können wir vielleicht einen Moment haben? Klar. Danke. Kein Problem. Geh doch mal weg, Viper. Kannst du vielleicht gehen? Oh, natürlich. Wusch. Ich weiß nicht, ob wir ihm vertrauen können. Er möchte uns vielleicht nur eine eine Todesfalle führen. Ja, vielleicht mag das so sein. Aber wir haben nicht wirklich eine andere Wahl. Er ist unsere einzige, unsere einzige Alternative, die uns helfen kann. Ich weiß nicht genau. Ich möchte dich unbedingt retten. Was? Achso, ich verspreche dir, ich würde dich retten, würde dir irgendwas zustoßen. Wir haben aber keine Idee, wo Sanhaks, Achso, wir haben keine Idee, wie lange Sanhak noch in dir kontrollierbar bleibt. Wenn es nur die leichteste Chance gibt,
die uns zu einem weiteren Orb führt, dann sollten wir sie wahrscheinlich nutzen. Ich schätze, da hast du recht. Das ist super! Hat natürlich alles mitgehört, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Dann sollten wir vielleicht direkt anfangen. Hey, hast du uns etwa die ganze Zeit zugehört? Es tut mir leid, aber wie auch immer. Lasst uns eure Freunde aufwecken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, eh noch jetzt aufzuwecken, weil der ist ja gerade in der Geisterwelt. Griffin, wache auf! Griffin! Ich bin wach! Hör auf, mich anzuschreien! Wir müssen jetzt hier verschwinden! Diese Frau... Das ist eine Frau? Oh, Entschuldigung. Diese Frau wird uns zu einem nächsten Orb führen. Ja, die Stimme war trotzdem in Ordnung eigentlich. Wirklich? Ich meine, wirklich? Sie sieht ein bisschen schattig aus, also ein bisschen zwielichtig aus. Ja, sie ist ein Dieb, aber sie meint, sie weiß, wo der nächste Orb sein soll. Und deswegen sollten wir sie ihr lieber vertrauen. Ja, ich verstehe schon. Na gut, das ist für den Anfang erstmal nicht schlecht, denke ich. Dann lass uns noch aufwecken und dann können wir losgehen. Was? Wir müssen jetzt gehen? Aber ich bin müde. Enoch, wach auf! Enoch! Ja, er ist ganz schön... Achso, er scheint immer noch... Er scheint irgendwie nicht so... Was? Er seems pretty... Heißt das, er ist ziemlich fertig oder er ist jetzt gerade aufgewacht? Ich weiß es nicht. Nee, er ist wahrscheinlich immer noch in seiner Traumwelt drin. Habe ich doch schon gesagt. Das ist nicht die schlauste Idee, jetzt jemanden da rauszuholen. Na gut. Er muss immer noch in seiner Art Vision sein. Wahrscheinlich. Na, dein Freund ist also ein Schamane. Er muss in einer Art meditativen Phase sein. Komplett ausgeschaltet von der... Oder abgegrenzt von der realen Welt. Ja, ich denke, wir sollten ihn vielleicht alle anschreien. Eine gute Idee. Ich bin wach. Warum schreit ihr mich alle an? Hey, Enoch, warum... Wie ging deine Vision denn so ab? Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Er hat viel Weisheit erhalten. Achso, wahrscheinlich heißt es so viel wie... Also, he passed on much wisdom heißt wahrscheinlich so... Er hat mir viele Weisheiten abgeben können. Das ist super. Beim nächsten Mal kannst du ihn ja fragen, ob er weiß, wo die Schlüssel sind. Also, wo ich meine Schlüssel verloren habe. Klar. Und ich werde ihn auch fragen, wo du dein Gehirn liegen gelassen hast. Wow! Burn! Hört auf, ihr beiden! Also das Schicksal der Welt liegt also auf euren Schultern, auf den Schultern dieser kleinen Gruppe, ja? Wer hätte das nur gedacht? Ja, das ist ziemlich dämlich, was? Aber ich muss mich halt auch mit denen rumschlagen. Also, wo gehen wir jetzt hin, Viper? Unsere nächste Ankunft ist der Bergpass draußen, außerhalb von Quinera. Wir müssen durch den Nordausgang auf den High Class Side of Town, also durch die Oberschichtenseite der Stadt, also da lebt die Oberschicht halt. Mach deinen Weg zum Bergpass, ja. Also geh zum Bergpass. Ihr könnt natürlich Quinera euch erstmal ein bisschen anschauen. Bevor wir, Achso, damit ihr später nicht euch irgendwie verirrt. Okay, dann wollen wir uns doch mal Quinera anschauen. Oh, wir haben jetzt hier gar nicht mehr, wie heißt da? Wir haben jetzt gar nicht mehr... Ach so! Viper wurde jetzt gerade durch Griffin ausgetauscht und deswegen laufen wir jetzt hier als Viper rum. Okay, dann ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich möchte aber statt Lily doch lieber Enoch haben. Enoch. Nee, ich möchte Change Party. Enoch möchte ich lieber statt Lily haben, weil Enoch einfach stärker ist. So.
Der ganze Dreck, der ganze Dreck muss vorher vor dem Checkout aufgesammelt werden oder ja, eben selbst geputzt werden. Ja, steht hier nochmal. Okay, wir haben aber keinen Dreck gemacht, von daher alles tutti. Checken wir also kurz aus. Die wird sich bestimmt wundern. Die gute Dame. Hallo. Achso, nee, wir möchten nicht. Danke. Dann geh beiseite. Dankeschön. Was haben wir denn hier stehen? Achso, das kann ich gar nicht gucken. Das ist wahrscheinlich das Gästebuch. So, wir sind in Cranera. Das ist eine sehr, sehr große Stadt, wie es aussieht. Wer bist du denn, Bettler? Es ist gar nicht so schlimm, arm zu sein. Manchmal haben Menschen Mitleid und geben dir ein wenig Geld. Aber die reichen Menschen geben mir nie Geld. Achso, ich habe reiche Menschen noch nie umsonst Geld bekommen sehen. Ja, also er meint, er hat noch nie gesehen, dass reiche Menschen einfach so Geld bekommen haben. Wer bist du denn? So viel zu tun und so wenig Zeit. Tut mir leid, Achso, es ist schade, sowas zu hören. Oh, Entschuldigung, ich hab nicht bemerkt, dass jemand hier reingekommen ist. Ich habe nur versucht, meine liebsten Zitate in mein Hirn reinzubrennen. Du weißt schon, es ist doch immer gut, ein nettes Zitat zu hören. Und du merkst dir dann immer, und du meinst dann immer, du denkst dir dann immer, ich werde das in einer guten Situation schön einsetzen können, dieses Zitat, oder? Aber dann vergisst du es schnell und du wirst niemals mehr in der Lage sein, davon einen Nutzen zu tragen. Und dann vergisst du es vielleicht irgendwann komplett. Ja, ich habe nur gerade sichergestellt, dass ich das auch wirklich mir merken kann. Warum labert der uns mit solcher Sachen voll? Es gibt eine bestimmte Zeit, es gibt nur eine sehr kurze Zeit, um wenig zu tun. Und es ist nicht viel zu tun. Ich warte nur darauf, irgendwann meine Erfindung... Was? Warte mal, was sagt er hier? There's actually ample time and every little to do. And very little to do. I'm just waiting around and trying to think of my next... Ah, okay. Er hatte gerade so eine kreative Phase und wartet einfach nur darauf, dass er eine neue Erfindung gerade sich einfallen lassen kann. Du solltest ein paar von deinen Ideen aufschreiben. So eine Art Brainstorming ist gar nicht mal so schlecht. Nee, ich warte lieber darauf, dass irgendwann es Klick macht in meinem Kopf und ich dann eine tolle Erfindung habe. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich kann euch nur sagen, falls ihr meint, es gibt diesen amerikanischen Traum, dass irgendwann in eurem Kopf so ein Fingerschnips kommt und ihr dann plötzlich, keine Ahnung, Stephen Hawking seid oder Albert Einstein, das funktioniert nicht so gut. Also das kann man natürlich probieren. Man kann natürlich sein ganzes Leben darauf warten, irgendwann ein Genie zu werden oder die unglaubliche Erfindung zu finden, aber... Als kleinen guten Rat ist nicht die beste Idee. Na gut. Jetzt reden wir erstmal wieder mit ihm zusammen. Mein Körper sollte eigentlich ein Vehikel von spirituellen Kreationen auf dieser Welt sein, die mystischen Kreationen in physische Produkte platzieren können. Ja. Ich bin. Was war nochmal Vessel? Ich weiß es nicht. Irgendwie, er ist irgendwie ein Genie. Er ist ein krasser Typ. Ich sehe schon, nun dann möchten wir dich nicht von der Arbeit abhalten. Hart arbeiten oder... Was? Hart arbeiten oder... Fast arbeiten. Ich glaube, das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Na, ich wusste, dass es irgendwann eine gute Zeit wäre, dieses Zitat zu nutzen. Die eine Stunde, die ich jeden Morgen damit verbringe, mir das immer wieder zu wiederholen, war auf jeden Fall gut investiert. Ich denke, das war sicherlich... Lass uns lieber gehen! Okay, lieber ganz schnell hier raus. Was ist denn das für ein kranker Typ? Was ist denn los mit dem? Aber irgendwie haben wir schon sehr, sehr viele kuriose Gestalten hier getroffen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die ganze Stadt an. Wer bist du denn hier? Hallo? Hallo, Sir! Hätten Sie gerne einen Kaffee? Oder irgendwelche andere Bestellung? Nur einen. Wir hätten gerne,
Wir brauchen gerade keinen Kaffee. Aha. Also hier können wir Kaffee kaufen oder Kaffee trinken. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich noch später wichtig. Aber Freunde, Quinera Job Network, da müssen wir genau rein. Genau. Da müssen wir noch rein. Hallo? Maus? Liebe! Okay. Ich würde aber sagen, Freunde, der Part ist schon wieder am Abgehen, beziehungsweise am, ja, am beendet sein. Der geht am beendet sein, genau. Der Part geht gerade gegen Ende und ich würde sagen, heute beenden wir den auch hier. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye, bye.